Wir gucken uns heute eine Runde Shakes and Fidget an. Ich habe das noch nie gespielt, ich habe davon viel gehört und mache es mit euch zusammen, sofern er mir das Fenster wieder anzeigt. Was hat er jetzt gemacht? Gerade eben war es noch da. Eigenschaften, Shakes and Fidget, okay. Da ist es, da ist es. Also, wir erstellen jetzt zusammen den Charakter. Gucken uns das Ganze mal an. Musik wäre auch nice gewesen, wenn hier Musik irgendwie dabei wäre. Noch passiert nichts, noch ist alles schwarz. Okay. Was haben wir denn da? Wie möchtest du aussehen? Okay, Volk Dämonen. Was kann ich sein? Also erstmal kann ich mich entscheiden, ob ich männlich oder weiblich sein möchte. Ich möchte weiblich sein. Krieger, Magier oder Kundschafter? Ich möchte ein Magier sein. Magier bin ich gerne. Ein Mensch. Oder ein Ork. Ein Elf. Was ist das? Nachtelfe, Dunkelelfe. Ein Zwerg. Ein Goblin. Ein Gnom. Oder ein Dämon. Ich möchte, eigentlich finde ich den Dämon ganz witzig. Ich möchte ein Dämon sein. Was ist das hier jetzt? Kann ich da Geschlecht, weiblich, Klasse, Magier, Magier, Stamm und unwahrscheinliches Zeug und dann knallt's. Also. Ah ja, guck mal, jetzt kann ich das ändern. Okay. Hätte ich ihn gern für Augen. Adir wird hier. War es das? Alles die gleichen, oder? Das andere zwischendurch? Ich sehe es nicht. Ich will die Glubschrauben. Was für ein... Ja, den Bart nach vorne hätte ich gern. Knurrender Mund. Den finde ich gut. Den Grinsen, ja, finde ich auch gut. Wo ist er? Den will ich. Meine Augenbrauen. Geil. Den finde ich gut. Ja, das werden die. Die hier. Die Nase. Oh. Oh. Es wird immer merkwürdiger. Okay, ich nehme die. Ohren. Zerfleddert, nach hinten raus. Ja, wir nehmen die zerfledderten. Nee. Haarfarbe. Oh, gibt's was Rotes? Nö, toll. Dann nehmen wir schwarz. Geil. Also ich will die finde ich gut. Extra. Achso, das sehe ich jetzt gar nicht toll. Hörner! Ich will die geringelten, glaube ich. Die da. So. Speichern. Seid gegrüßt, Abenteurer. Willkommen bei Shakes and Fidget. Wie dürfen wir dich nennen? Wähle ich jetzt einen Namen für deinen Charakter. Kunabun Sapau. Oh ja, gut. Tinkerdämon. Tinkerdämon. So. Charakter speichern. Oh. E-Mail-Adresse und Kennwort registrieren. Ja, machen wir das mal. Tja, da muss ich euch jetzt ganz kurz nochmal ausmachen. Ihr seht, es ist alles live. Es ist alles live hier. Also die Adresse nehmen wir. So. Gelesen und akzeptiert habe ich das natürlich. Und da seht ihr wieder alles. So, wo bin ich? Wie bewege ich mich? Bitte validiere deine E-Mail-Adresse. Muss ich das vorher noch machen? Kann ich mich... So. Oh. Abbrechen. Das bin ich. So. Willkommen, my name is Shakes. Du siehst aus, als könntest du ein paar Tipps gebrauchen. Sehr gerne. Lass uns in die Taverne gehen. Du erreichst die links über das Menü, indem du in der Stadt das Gebäude anwählst. So, mal gucken, was die Taverne ist. Wo sieht es hier nach Bier aus? Gilde, Waffenladen, Zauberladen, Taverne. So, hinein ins Abenteuer. Für bestandene Abenteuer erhältst du Gold und Erfahrung. Sprich gleich den Questgeber am Tisch an und such dir eine Quest aus. Hier fliegender Fernseher. Das ist schon süß gemacht hier. Also, was willst du denn hier? Sag mal, Kumpel, willst du nicht erstmal was tun, bevor du dich hier volllaufen lässt? Mein Gesöff macht müde Helden munter. Du siehst im Moment aber weder besonders müde noch wie ein Held aus. Sprich mal jemand anderen hier an. Der hat bestimmt eine Aufgabe für dich. Ich weiß nicht, ob ich diesen grinsenden Typen gut finde. Oh, ich nehme den Zwielichtigen. Seid gegrüßt, ihr scheint mir ein helles Köpfchen zu sein. Lust auf ein kleines Geschicklichkeitsspiel. Nee, ich habe doch noch nicht Gold. Also da muss ich den mit den Socken ansprechen.
Den Fernseher? Oh, Abschmack. nein, ich möchte natürlich keine Werbung angucken. Wusste ich ja auch nicht so. Haben wir auch gelernt. Dann sprechen wir den an. Hey du! Kennst du dich in der Gegend aus? Ich habe nämlich einige äußerst wichtige Aufträge zu vergeben, doch ich brauche jemand mit Ortskenntnis und Mut zum Abenteuer. Bist du so jemand? Will ein Abenteuer, Dorftrottel, explosive Gefahr, die Feder. Ich möchte die Feder. Die Feder, na du Knalltüte, brauchst du einen Job? Diese Feder hier musst du in die Ebene von Otskor schleppen, Otskor. Ich hoffe, die Ware ist dir nicht zu schwer und jetzt lass uns tanzen. Ja, eine halbe Stunde dauert das. Das nehmen wir jetzt wohl an. Okay, auf Reisen! Während einer Quest kannst du dich im Waffen- und Zauberladen ausrüsten. Bessere Gegenstände helfen dir, schwierige Abenteuer zu bestehen und größere Gegner zu besiegen. Okay. Muss ich da jetzt entlanglaufen? Oh. Lädt das gerade? Wahrscheinlich lädt das gerade. Moment. Wollen wir uns schon mal ausrüsten? Das können wir vielleicht tun. Rüste dich aus. Du solltest so schnell es geht eine komplette Ausrüstung, Rüstung und eine Waffe haben. Achte dabei auf die Werte. Es gibt täglich neue Ware, auch im Zauberladen. Zaubertränke solltest du regelmäßig erneuern. Wie viel habe ich denn? Wo sehe ich denn, wie viele Münzen ich besitze? Stärke, Geschick, bla bla bla, bla bla bla. Ehre. Da oben, ein Gold. Ein Gold. Morgenrock, Sandalen. Wir nehmen mal Rüstung 3, Rüstung 1, die braunen Sandalen mit. Kann ich hier drauf ziehen? Klappung, jetzt habe ich noch 75, okay. Eine Kordel für 3 Rüstung oder ein Stock Schaden 5 bis 13. Wie viel haben wir hier? 8 bis 10. Hm. Rüstung 1, Rüstung 3, Rüstung 1. Dann nehmen wir noch die Kordel mit. Klavims. Hier oben gibt es nichts mehr. Ist ein anderer Stock. 7 bis 11, 5 bis 13 immer noch. Mit dem Morgenrock, der kostet so viel und hat nicht so viel. Ja, sehen wir mal besser aus. Komm, nehmen wir mit. Der Stock auch 5 bis 13. Gut, dann nehmen wir jetzt die Handschuhe noch mit und dann sind wir nämlich pleite. Gut. Alles klar. Ausgerüstet sind wir. Wo müssen wir hin? Ich kann mich nicht, kann nicht laufen. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Taverne klingelt jetzt. Ah, ich muss gar nicht selber was tun. Das Mistvieh ist erlegen. Alle sind beeindruckt von deiner Heldentat, auch wenn sie für dich reine Routine ist. So, das mal eben getötet, das Mistvieh. Viel Glück. Wie ich sehe, kommst du zurecht. Hol dir im Stall ein Reittier, um schneller voranzukommen. Alles Weitere entdeckst du am besten auf eigene Faust. Viel Glück. Also dann, Schätzchen, was hast du für mich? Kochen und wahr. Hey, du hast wohl nichts zu tun, was? Die Sonnenbrandwüste hat einen neuen unbeliebten Bewohner. Es handelt sich um einen schrecklichen Skelettwächter. Nur du bist diesem schrecklichen Wesen gewachsen. Du kannst dieser Plage Einhalt gebieten. Noch Fragen? Gibt uns 11 Silber. Kostet, dauert eine Stunde. Da haben wir 14 für eine halbe Stunde. Da haben wir 46 für eine Stunde. Und wir kriegen einen Ring. Na, du Knalltüte, brauchst du einen Job? Du musst den schönen Ort in die... Den schönen Ork in die Schweineöde führen. Den schönen Ort in die Schweineöde, hä? Aber sieh ihm nicht in die Augen, das mag er nicht. Und wenn du es machst, mach es cool. Ja, denn guck mir cool in die Augen und nehm an. So, jetzt geht das hier relativ schnell. Was können wir denn so lange machen? Uns angucken, wenn wir den Stall mal angucken. Ich schätze mal, so ein Tier ist teuer. Oh, ich hätte gern den lila Drachen. Der kostet 10 Gold. So viel habe ich nicht. Der kostet 25 Pilze. Das Schwein kostet 1 Gold. Und der kostet 5 Gold. Da unten wird auch angezeigt, wie viel Reise dauert. 10, 20, 50%, 30%. Leasen können wir es nicht. Wir haben nämlich nicht genug. Zauberladen. Neue Ware. Gangsterkette des Grobmotoriker. Geschick 2. Kostet 50 Silber. So viel haben wir natürlich nicht. Vielleicht hätten wir, bevor wir uns im Waffenladen ausrüsten sollen, auch mal hier ausrüsten können. Kaugummi-Automatenring des Nullwählers ist auch niedlich. Glück 2. Haben wir Tränke? Was haben wir denn noch? Pilzdealer. Achso, da kann man also wirklich was kaufen. Aber natürlich. Das ist mein Charakter. Oh, 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 ich habe was gekriegt. Jetzt gucken wir mal, ob wir das bestanden haben. Autsch. Klavums. Ich bin so stark. Das Mistvieh ist erledigt und alle sind beeindruckt von deiner Heldentat. Auch wenn es für dich hat, mir schon eine reine Routine ist. Okay. Ich glaube, wir haben den Ring bekommen, oder? Haben wir den schon an? Ja, guck mal. Den können wir auch direkt anziehen. Charakterbeschreibung einzugeben. Sexy Mistbeast mit dem Bart vor allem. Taverne. Hast du jetzt was für mich? Nee.
heute getrunken, okay? Wir können auch was trinken. Können wir auf die Toilette gehen? Nee, können wir nicht. Gut, was haben wir hier? 39 und ein lila Ring. 8 und 6, wir nehmen das hier, dauert eine Stunde. Hey, pst, ja genau du. Reise in die rottenden Lande, dort soll absolut nichts Aufregendes zu finden sein. Legenden zufolge handelt es sich um den langweiligsten Ort auf der Welt. Eigentlich soll ich mir das mal ansehen. Aber ich würde mich besser fühlen, wenn du das übernimmst. Nicht vergessen, schlechte Kunde wird hart bestraft. Oh, wir haben schon Abenteuerlust minus 1. Dabei bin ich doch noch vor den Fahrt. Was haben wir denn dann noch? Eine Gilde. Achso, wir können eine Gilde gründen. Post! Ich habe keine Post. Ehrenhalle. Guck mal, der Tinker-Dämon. Bin ich die Schlechteste? Wo ich gerade erst angefangen habe. Und da sind welche mit Stufe 2, die schlechter sind als ich. Dungeons! Geil. Um einen Dungeon zu betreten, benötigst du den passenden Schlüssel. Vielleicht findest du ihn bei einer Quest, wenn du soweit bist. Es lohnt sich, die besonders schwierigen Dungeon-Gegner zu besiegen. Cool. Da will ich hin. Du hast die Festung. Ah, ich kann hier was bauen. Okay, okay, Dungeons. Was ist der hier eigentlich? Ah, das ist zurück. Das ist zurück. Was ist das hier oben? Schwebende Kristalle. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, jetzt habe ich einen Pilz hergegeben, ne? Oh, ja, soll man nicht draufdrücken. Also, Terweine, zurück. Wir rocken die gerade nur so weg. Wir rocken die nur so weg. Wir gucken nochmal auf den Charakter. Ich bin Stufe 2. Wir haben einen Ring mit Intelligenz 3 und einen Geschick 2. Ich würde sagen, wir behalten den mit Intelligenz 3 und gucken, was wir für neue Quests zu bekommen mit dieser. Das erinnert mich an jemanden, der gerne, wenn er grinst, so macht. Ich möchte nicht erwähnen, wer. Derjenige weiß es. 70 Silber. Auch 70 Silber und Dogtags. 69. Die dauern aber auch nicht so lange. Aber hier gibt es auch richtig fett Erfahrung. Annehmende. So. Stadtwache. Was? Du kannst bei einer Stadtwache arbeiten, wenn du ein Abenteuer abgeschlossen hast. Die möchte nicht arbeiten. Arena. Du bist noch unter. Oh, ich kann andere Spiele angreifen. Geil. Warte mal. Wenn ich andere Spiele angreife, muss ich vielleicht einen stärkeren Stock haben. 7 bis 9. 5 bis 13. 5 bis 13. 7 bis 11. 7 bis 9. 7 bis 11. Durchschnittlich 9. Durchschnittlich 13. Quatsch, durchschnittlich 9. Meine Güte, durchschnittlich 9. Brauche ich also nichts anderes. Zauberladen. Wir haben einen Ring an. Wir haben hier Ausdauer 2. Stärke 2. Ausdauer 2. Laufzeit, Geschick plus 10. Also ich würde sagen, wir nehmen den mit. Was haben wir jetzt? Stärke plus 2. Nee. Sollen wir noch einen Trank mitnehmen? Laufzeit 3. Geschick plus 10. Können wir das hier verkaufen? Kann ich das verkaufen? Ja, konnte ich verkaufen. Oh, konnte ich verkaufen. Okay, okay. Cool. Wollen wir so einen Trank kaufen? Gegenstand angelegt. Was habe ich jetzt angelegt? Wo ziehe ich den hin? Da hoch? Ah. Glück plus 10. Komm, nehmen wir mit. Zu wenig Gold. Was? 38. Ah, wir sind jetzt wieder da. Riesenspinne. Kabooms. Ich bin so unfassbar gut. Wir gucken. Oh. Wer bist du denn? Du bist neu. Und du guckst zwielichtig. Grrr. Ich hoffe, du hast ein bisschen Mumm in den Knochen, denn meine Aufträge sind nichts für Schwächlinge. Schau dir an, was es zu tun gibt. Aber wenn du Angst hast, lass es lieber bleiben. Wir gucken erstmal, ob wir hier. Ich möchte einmal hier gegen jemanden antreten. Stufe 2, Stufe 3, Stufe 3. Mit wem löst du es auf? Hier, dich will ich. Dich will ich. Du willst gegen Spieler Mage Krümel, Mage Krümel, in der Arena kämpfen. Für die ersten 10 Arena-Kämpfe des Tages bekommst du im Fall eines Siegs neben Ehre und Gold auch Erfahrungspunkte. Kämpfe, ne? Puff. 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 Ich mach 32, er macht 6. Mit diesem Gegner hättest du aber wirklich fertig werden können. Nimm dir mal ein Beispiel deiner kleinen Schwester. Verdammt! Oh, guck mal, der hat nur 84. Stärke, Geschick, Intelligenz. Der hat viel Intelligenz. Komm! Ja, wir nehmen so einen Pilz. Ich habe 14 Pilze. Dieser Gegner war bestimmt nicht ganz ohne. Jetzt ist der Saber. Ich bin 12.799 Plätze aufgestiegen. So, das war's. Stadtwache, was kann ich hier tun?
Eine Stunde für 20 Silber arbeiten. Ist tatsächlich eine Stunde. Krass. Nee, das will ich nicht. Taverne. Was hast du für mich? 18, 19, 23. Puh. 633, 82. Nee, komm, wir nehmen das hier. Du schon wieder. Nun gut. Ich brauche ein großes Holzschwert. Frag nicht wofür. Reise in die Ebenen von Oskor. Triff dich dort. Warte mal. Goskor. Triff dich da mit meiner Kontaktfrau. Sie wird dir die Ware übergeben und enttäusche mich nicht. Das Schwert muss wirklich groß sein. Absolut hölzern. Wirklich groß und absolut hölzern sein. Kapische? Nehmen wir an. Wie viel habe ich denn? Ein Gold. Ich könnte mir so ein Reiseschwein kaufen. Dann würde ich hier schneller rein. Wobei, es geht tatsächlich richtig schnell. Ne? Das ist nur ein Minütchen. Diese Stunde, wo ich immer gesagt habe, ist gar keine Stunde. Pilzdiener. Achso, Pilzdiener wollten wir nicht. Zauberladen. Was gibt's hier Neues? Ah, wir haben das Ding bekommen. Stärke 6 und wir haben hier eins mit Stärke 2. Das tauschen wir doch direkt aus. Und das verkaufen wir. Na bums. Waffenladen. Achso, das gibt täglich neue. Neue Ware sind Pilz einsetzen. Ich wette, diese blöden Pilze sind richtig teuer. 50 Pilze für 5 Euro. Damit machen die also ihr Geld. Ich bin leider sehr empfänglich für sowas. Ich kaufe keine Pilze. Ich werde es mir fest vornehmen. Ich will mich ausrüsten und kämpfen. Was ist das hier unten eigentlich? Orden des Fortschritts. Verlierender Grad 1. Orden des Heldenmuts. 0 Dungeon-Tagen. Also ich habe ja noch keinen Dungeon. Was können wir hier machen? Verlierer. Ich habe doch schon verloren. Ehrenmedaille. Freundschaftsorden. Ach, hier können wir. Freunde. Ach, guck mal. Hier können wir draufdrücken. Also hier nicht mehr. Konnten auf den einen draufdrücken. So, wir gehen zurück in die Taverne, weil... Dieser Werbungfernseher. Wir die Quest hier jetzt. Bam. Zonk. Puff. Easy. Das Mistviech ist erledigt und alle sind beeindruckt von einer Heldentat. Ja, ja, ja. Oh. Bin ich schon Level 3 jetzt? Habe ich das gerade nicht gesehen? Bam. Also, da kommt der nächste. Ist voll easy. Verliere ich auch mal. 8, 29, 58 und einen fetten Stab. Oh, wir haben gar nicht gelesen, was wir tun müssen. Oh. Die haben uns hoffentlich nicht mit Zement da drin versenkt. Der sieht auch süß aus. Ich möchte in so einen Dungeon. Wann kann ich in so einen Dungeon gehen? Wenn ich die Schlüssel finde, ne? Stand ja dran. Also, Taverne. Wir machen gleich nochmal PvP. Rams, Bams. Und rocken einen weg. Scheiße, das ist wie Farmville früher. Es ist so ein potenzielles Suchtspiel, wenn man immer weiterkommen will, immer besser werden will. Und dann kauft man sich doch irgendwelche Farmtiere. Nicht, dass ich das je gemacht hätte. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lala. Ja, wir machen halt so abartigen Schaden. Was soll uns denn passieren? Warte, ich möchte gucken, was der noch hat. Mal kriegt man da noch irgendwas Cooles. 34, 33, 28. Öde Charakter. Wir nehmen den neuen Stock mit. Wir gehen zum Zauberladen. Verkaufen den alten Stock. Nehmen einen Glückstrank mit. Verkaufsdauer. Komm. Okay. Kann ich im Waffenladen sagen, neue Ware? Wollen wir das machen? Für einen Pilz? Ja, komm. So, Rüstung 5, Stärke 8. Die nehmen wir definitiv mit. Was? Sind die zu teuer? Die kosten 1 Gold 78. Rüstung 2, Rüstung 3. Rüstung 3. Rüstung 5. Rüstung 3. Alles klar, also. Größere Handschuhe. Besseren Mantel. Der hat sogar Ausdauer drauf. 1, 22. 5. Okay, pass auf. Jetzt gehen wir nochmal in die Arena. Stufe 1. Oh, ist das gemein. Die mache ich jetzt platt. Die kleine Einser. Kämpfende! Klavums! Oh, Klavums! 7 Gold, also. Stufe 8. Gegen den möchte ich nicht antreten. Gegen die Stufe 5 auch nicht. Gegen die Stufe 4 vielleicht. Ne, ich glaube auch nicht. Da habe ich Angst vor. In 5 Minuten oder in einem Pilz. Ne, dann gehen wir nochmal in die Taverne. Gucken, was der für uns hat. 34, 33, 28, 99, 268, 48. Nehmen wir natürlich das hier, wo wir richtig viel Erfahrung verkriegen. Sind nur 42 Sekunden.
Oh, das Drachenskelett. Es ist süß gemacht. Das ist süß gemacht von dem, was es alles gibt. Ich glaube, das Potenzial, dass das so richtig suchtmachend ist, ist nicht so da, weil ich ja mein Hearthstone und LOL und Isaac und sowas habe. Aber für zwischendurch und nochmal Kampf und nochmal hier ist es irgendwie ganz niedlich. Ich glaube, ich muss mehr auf die Stats achten, damit ich bei mehr Intelligenz, mehr Crit und sowas bekomme. Aber es ist sehr süß. Es ist total niedlich. Ich mag's. Ich würde gerne so ein Dungeon machen. Ich hätte gerne so einen Schlüssel. Das wäre jetzt noch cool. Einmal so ein Dungeon rein. Ich weiß gar nicht. Vielleicht muss man für ein Dungeon Level 5 oder sowas sein. Bei WoW konnte man auch erst ab Level 20 in den ersten Dungeon. Schrecklicher Dämon. Die sind halt aber auch so schnell tot, ne? Ich habe hier schon viel. Das Mistviech ist erledigt. So, ich gucke nochmal. 13 und ein Stab. Oh! Okay, das machen wir. Guck mal, es sind nur 13 Gold, aber wir kriegen einen Stab, der 22 Schaden macht. Alter Verwalter. Abbrechen. Inventar. Charakter. Achso. Achso, muss ich erst verkaufen. Waffenladen. Das. Zack. 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 Wie kann ich eigentlich meine Pilze nehmen? Meine Tränke? Dann könnte ich mir nämlich ein bisschen waffen. Ich hätte gerne noch so einen Schlüssel. Das wäre noch cool. Hab ich jetzt noch so einen Schlüssel bekommen? Was ist die Festung? Ist da schon drin? Achso, ja, da könnte man bauen. Dungeon. Kann ich immer noch nicht rein. Schade. Dämonenportal. Aber. Klabums! Guckt euch das mal an. Die Sackratte! So. Missetat begangen. 22 und der hier war 14. Guckt euch das an. Zack! Ab in den Zauberladen. Wie? Bin ich dafür noch nicht groß genug? Oh! Tja! Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Spielewelt nicht erreichbar. Wegen Wartungsarbeiten können wir im Moment nicht rein. Ich sage mal, dann ist das der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, das war das Tinker Demon Shakes and Fidget Let's Play in den ersten Runden. Ihr müsst mir unbedingt sagen, ab wann ich in den Dungeon komme, denn ich möchte auf jeden Fall noch so einen Dungeon machen. Und ich glaube, ich schaue hier nochmal rein, freue mich auf das nächste Let's Play mit euch, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal.